Grüß Gott. Grüß Gott. Eine turbulente Szene. Ja. Und was bedeutet es? Wo haben Sie es her? Das stammt von meinen Schwiegereltern. Ich weiß über das Bild gar nichts, weil mein Schwiegervater hat da vergessen, da irgendwas zu erzählen. Das hing da einfach so? Das hing einfach, ja. Ja, es ist ein sehr schönes kleines Format und es ist sehr erzählerisch aufgefasst. Der richtige Titel wäre Touristen im Gebirge bei dem Einbruch eines Gewitters. Und Sie kennen es, wir kennen es, wenn das plötzlich anfängt zu donnern. Man nach dem ersten Blitz schaut, der Wind aufkommt, die Hüte davon stieben und der Fremdenführer stiehlt sich davon, weil er nicht erleben will, was danach folgt. Und jede Person zeigt eine andere Reaktion auf das Geschehen. Es ist ein sehr erzählerisches Bild, es ist humorig, spöttisch und damit hat es eine Zeitstellung eben in den frühen 50er Jahren, 1850er Jahren und ist ein wunderbares Zeugnis für diese frühe Gründerzeit. Ja, und ich meine, es hat auch eine gewisse Tradition. Das Thema erinnert mich an eines der berühmten Rubens-Landschaften. Es ist auch Kostüm historisch so interessant, was man damals getragen hat, um eine Wanderung in die Berge zu machen. Nicht wahr? Es gab so etwas wie Spezialschuhe, wohl nicht. Und diese Damenkleider und die das Mieder und so weiter. Völlig unpassend. Ja, genau. Manche Frauen tragen lange Hosen, damit, wenn der Rock hochweht, ja, das tut er ja hier, sie sich keine Blöße geben. Mhm. Ja. Solche Touristenbilder als eine neue Erscheinung menschlichen Daseins sind selten. Und es gab da einen richtigen Spezialisten für. Das war ein Hamburger, Heinrich von Marr, der nach München gezogen war, wo sich sowas beobachten ließ, in Hamburg nicht so. Und er hat immer wieder Touristen gemalt beim Abstieg, beim Erscheinen, wie sie den Hang hochkeuchen. Diese erzählerische Freude findet einen Reflex in den Illustrationen zu den fliegenden Blättern, die seit 1946 erscheinen. Marr ist ein namhafter Maler. Er war auf das Fach spezialisiert. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass dieses Gemälde, was noch eine hohe Qualität hat im Erzählerischen und auch in der Malweise, wohl von ihm stammt. Und zum Wert, ich schätze um die 4.000 bis 5.000. Uff. Ja. Das ist oft zu wenig oder zu viel? Ich konnte mir gar nichts darunter vorstellen. Es war auch nicht eines meiner Lieblingsbilder. Also sehen Sie, ja. Ja, dann nehmen Sie es mal bei gutem Licht und schauen sich jede dieser Figuren an, die eine andere Reaktion, eine andere Verhaltensweise aufweisen. Und dann kommt diese Bilderzählung richtig zur Geltung. Ich habe schon ein Lieblingsbild, aber das nicht. Also ich finde, es hat großen Charme. Okay, also, vielen Dank. Ganz herzlichen Dank fürs Kommen. Ja. Und dass Sie, und gucken Sie es mal mit liebender Sorge an. Ich werde es meinen Kindern erzählen. Also, auf Wiedersehen.